Also, das Single in Design Pattern. Oftmals braucht man einen globalen Zustand, den man in der Applikation verwalten will. Allerdings globale Variablen sind da so eine Sache, ja, sind aus gutem Grund eher verpönt. Okay, welche Alternative gäbe es zu globalen Variablen? Statische Klassen mit statischen Eigenschaften wäre eine Möglichkeit, wie man einen globalen Zustand, wie zum Beispiel, welche User ist angemeldet oder welche Berechtigungen besitzt diese gerade, User-Profileigenschaften etc., könnte man auch jeweils mit statischen Eigenschaften in einer statischen Klasse abbilden. Allerdings ist die Initialisierung der Eigenschaften, also irgendwo müssen die Daten geladen werden etc., dann auch wieder nur schwer kontrollierbar. Daher gibt es ein Design-Pattern, das Singleton, das sicherstellt, dass nur eine Instanz, und zwar eine einzige Instanz, eines bestimmten Objektes erstellt wird. Und dazu machen wir jetzt ein kleines Beispiel. Wir erstellen eine Klasse, nennen wir es User-Context. Diese Klasse soll ein Singleton werden. Dazu müssen wir verhindern, dass ein Objekt dieser Klasse erzeugt wird. Und denn genau diesen Zugriff, der soll sozusagen kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass nur ein einziges Objekt, eine einzige Instanz existiert. Um zu verhindern, dass von dieser Klasse ein Objekt erzeugt wird, können wir den Konstruktor privat machen. Also Private User Context. Und dadurch ist es nicht mehr möglich, von extern ein Objekt davon zu erzeugen. Wie komme ich jetzt also zu einem Objekt dieser Klasse? Dazu bietet sich an, eine statische Methode oder statische Eigenschaft Static User Context Instance. Diese Eigenschaft Instance soll den Zugriff auf eine Instanz dieses Objektes ermöglichen und ist dafür zuständig, das zu liefern und das Objekt bei Bedarf zu erzeugen. Es gibt jetzt zwei Arten der Implementierung vom Singleton Pattern. Das eine ist eine späte Initialisierung, das eine ist eine frühe Initialisierung. In der frühen Initialisierung passiert Folgendes: Es existiert bereits eine statische Variable User Context. Instance ist gleich New User Context. Also es ist von Haus aus sozusagen initialisiert und in GET wird einfach Return Instance gemacht. Also nur diese Instanz zurückgegeben. Die Instanz ist statisch, damit sie auch in der statischen Eigenschaft verwendet werden kann. Public nicht vergessen, damit auch zugegriffen werden kann. Und diese Instanz wird dann zurückgegeben. Bei der späten Initialisierung wird nur die Variable deklariert sozusagen und beim Zurückgeben wird noch kurz überprüft, if instance gleich null, instance ist gleich new user context und dann Instanz zurückgegeben. Beim zweiten Aufruf ist diese logischerweise nicht mehr null und es wird direkt die Instanz zurückgegeben. Also, wichtig, der Konstrukt ist privat, es gibt eine statische Zugriffsmethode oder Eigenschaft, damit der Zugriff ermöglicht wird. Und natürlich, was hier noch komplett fehlt, sind die entsprechenden Daten und Methoden, die die Klasse eigentlich haben soll. Das war jetzt eine Infrastruktur, um den Singleton-Pattern gerecht zu werden. Was noch fehlt, wie gesagt, sind Eigenschaften wie zum Beispiel Public Int User-ID. GetPrivateSet zum Beispiel, public string, username, GetPrivateSet, damit diese nur lesend zugegriffen werden können. Aber auch natürlich können Methoden existieren, wie zum Beispiel load, to do, load the data from somewhere. Ja, wo in diesem Load wird zum Beispiel Daten für diese Instanz geladen und ich könnte das Load hier aufrufen, ja, Zugriff auf die Datenbank etc. etc. Oder auch ein Save, falls hier
die Setter auch public sind oder ähnliches. Also ich kann hier in dieser Singleton-Klasse ganz normal den Zugriff regeln, die ganzen Abläufe regeln, wie laden, Daten laden, Daten speichern, Daten zwischencachen, validieren etc. Das wäre nicht möglich, hätte ich einfach nur eine statische Variable mit statischen Eigenschaften. Außerdem kann ich von diesem User-Kontext erben. Okay, wie verwende ich ein Singleton jetzt? Ich habe einen User-Kontext. My Context ist gleich New User-Kontext. Das funktioniert ja nicht, weil, und er sagt es mir hier, der Konstruktor ist private, also aufgrund der Zugriffsrechte sozusagen nicht zugreifbar. Aber wir haben unsere statische Eigenschaft oder genau die statische Eigenschaft Instance und so können wir auf User Context zugreifen. Wir können auch beweisen, dass immer die gleiche Instanz zurückgegeben wird, indem wir zum Beispiel sagen console.writeLine, mein Context ist gleich userContext.instance. Wäre es eine neue Instanz, wäre dieser Vergleich false, da jedes Mal, wenn ein neues Objekt angelegt wird, ein neuer Speicherbereich belegt wird und beim Vergleich von zwei Objekten der Speicherbereich verglichen wird. Ergo, wenn es die gleiche Instanz ist, dann ist dieser Vergleich true, ansonsten false. Das könnt ihr dann selbst ausprobieren. Okay, also nochmal zusammengefasst. Das Singleton-Pattern wird dann verwendet, wenn wir eine Art globale Variable, globalen Kontext, globales Objekt benötigen, der in vielen Programmteilen verwendet wird. Dazu wird der Konstruktor private gemacht und eine Zugriffsmethode oder Eigenschaft zur Verfügung gestellt, die die Instanz liefert. Bei der späten Initialisierung wird erst beim ersten Zugriff auf diese Eigenschaft das Objekt initialisiert. Bei der frühen Initialisierung wird dies bereits ganz oben bei der Deklaration der Instanz initialisiert. Das Einzige, was oder der Nachteil vom Singleton Pattern ist, in Multithreaded Environments, also wenn man mit mehreren Threads gleichzeitig diese Instanz verändern möchte, dann muss man sich um die Thread-Synchronisation gut Gedanken machen und somit auch in jeder Art von Web-Applikation. Gut, das war's auch schon mit diesem Design-Pattern. Viel Spaß beim Nachprogrammieren und Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.